Ein äußerst fotogener Käfer. Und zwar ein rot-gelber Weichkäfer. Wir sehen im Hintergrund wieder, es war windig und wir haben den Wind wieder besiegt. Das war gut stabilisiert, ja. Ja, wir sehen hier die Klammer sehr nah am Objekt. Sie sind so 7 bis 10 mm lang. Die Weichkäfer, ja, und es sind Nützlinge. Und was fressen sie? Also neben Pollen und Nektar jagen sie auch kleine Insekten. Das sieht nicht so aus im Moment. Gut, vielleicht hat es da in dieser Pflanze auch kleine Insekten. Manchmal gibt es kleine Larven. Ah ja, Eier oder so. Ja, das nehmen sie wahrscheinlich. Aha. Also sie jagen nicht hinterher, sondern sie suchen sich Larven oder Eier oder so etwas. Wenn etwas kommt, fressen sie es. Was mich hier ganz besonders erstaunt, ist die Kraft, die in diesen kleinen Beinen sind. Das Männchen sitzt hinten drauf und das gibt auch eine sehr große Hebelwirkung. Ja. Also das Weibchen muss sich da schon stark festklammern, dass sie nicht runterfällt. He? Ja, ja. Und sie schleppt das Männchen überall hin. Ja, und hier sieht man sehr schön, wie sie selbst mit dem Gepäck auf dem Rücken den Stängel hochklettert. Und es dauert lange, die Paarungszeit. Also die Paarung selbst, hä? Ja. Und wie lange? Das habe ich nicht gefunden, das habe ich nicht gelesen. Ja. Oi. Also da steigt mein Blutdruck. Das ist wieder ein flatterhaftes Wesen. Ein Zitronenfalter. Ja, aber es ist ein Frühlingsbote. Ja, er überwintert, ja? Ja. Als Schmetterling? Ja, 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 er kann bis zu minus 20 Grad tragen. Und wo überwintert er? Unter Blättern. Unter Blättern? Ja. Und hier sehen wir also, er hat wieder Subunternehmer gefunden. Und ich finde, das ist der Gipfel, der Hammer. Ich bin völlig entsetzt. Sogar dieser Weichkäfer hier, bei der Paarung müssen sie unsere Gerätschaft reinigen. Genau, ja. Während der Paarung, also ich finde, das ist unglaublich. Die Schmetterlinge selbst weigern sich während der Paarung, irgendetwas zu tun, aber ihre Subunternehmer müssen dann arbeiten gehen. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Aber er nimmt es also nicht so genau her, er reinigt mehr sich als unsere Klammer. Naja, er ist gut in der Täuschung. Also ich bin jetzt nicht so sicher, ob das eine Vertragsverletzung ist. Könnte sein, ja. Ja. Also wenn Sie Subunternehmer haben und diese arbeiten nicht, ich denke auf Seite 305 Absatz 2 Römisch 3, steht da eine Klausel, aber das müsste ich nachlesen. Unglaublich. Hier sehen wir die Geschwulst hinten. Das ist eine Ausstülpung vom Weibchen. He? Das kann sein, ja. Ob dort die Eier enthalten sind? Also man sieht sie häufig, diese Käfer. Es gibt manchmal ganze Kolonien, wenn wirklich die Zeit ist. Na, sogar zwei Paare wollten sie anstiften, diese Schmetterlinge. Das ist, ich bin entsetzt.
Aber sie arbeiten nicht. Nein, sie haben anderes zu tun. Ja. Oh je, dieser hier, der untere, der hat einen Parasiten hinten. Ich denke, ja, sieht aus wie ein Ei. Ja. Ja, kommen wir zu erfreulicheren Geschöpfen. Die kleine Blaumeise. Sie wollte zuerst nicht so richtig und hat sich nur von der Seite her noch so ganz scheu ins Bild. Naja, hier kommt unser nächster Schauspieler. Der Hauptakteur. Ja. Ein Weinhähnchen oder auch eine Blüte, sie sagen auch eine Blütengrille. Ja, und Weinhähnchen, weil es lieber Wein hat als Bier, oder? Nein, sie sagen, es hat nichts mit dem Namen zu tun, aber sie haben einfach gerne warme Orte und die Reben, die wachsen ja meistens an schönen warmen Hängen. Ah, und dann sind sie dort zu Hause. Ja. Und sie sind im Süden viel mehr verbreitet, diese Weinhähnchen, als im Norden, weil es halt kühler ist bei uns. Ja, vielleicht durch die Klimaveränderung eingewandert. Das könnte sein, ja. Und man trifft sie eben am Tag nicht so viel an, weil eigentlich sind sie nachtaktiv. Ja, das war am Abend. Ja. Wir waren schon am Zusammenpacken, wollten nach Hause. Waren müde. Müde von der Hitze, vom ganzen Tag. Und dann haben wir dieses Modell gefunden und waren eigentlich begeistert. Ja, er ist ein super guter Schauspieler. Ja, er gibt alles. Ja. Oder sie, ich denke, das ist ein Legestachel hinten, oder? Ich konnte sie nicht unterscheiden. Ich glaub, sie haben gesagt, die Männchen haben auch so etwas. Ah ja? Ja. Darum habe ich mich nicht darauf konzentriert. Und wie findet da die Paarung statt? Das wäre noch interessant. Die erstechen sich doch gegenseitig, ja, oder? Keine Ahnung. Aber sie fressen Blüten und Blätter. Und das mit Genuss? Genau. Ja, ich vermute, dieser da hatte einfach großen Hunger. Deshalb hat er die Nacht nicht abgewartet. Wahrscheinlich. Und wir hatten dann das Glück, ihn zu filmen. Oder sie zu filmen, keine Ahnung. Auch hier der schwarze Fleck im Auge sieht immer zu uns. Also wir werden wahrgenommen als etwas Besonderes offenbar von den Insekten. Aber wir sind keine Störfaktoren oder Nein, das nichts, das man befürchten müsste. Ja. Ja, es waren sogar zwei Fotoapparate auf ihn gerichtet, aber das hat ihn ja gar nicht gestört. Eigentlich müsste er schielen, oder? Ja, man sieht sehr gut. Er ist sehr hungrig. Ja. Oder sie? Da ist alles beweglich an diesem Kopf. Ja. Ich weiß nicht, ob man dem Kiefer sagt, aber... Ich denke schon, ja. Das ist... Er hat alles. So viele Instrumente. Ja, ja. Und jetzt demonstriert das Weinhähnchen die Reinigung seines Fühlers. Der ja. ist natürlich in der Nacht wichtig. He? Ja, und das zeigt eigentlich auch, dass er eigentlich zu den Langfühlerschrecken gehört. Ja, zu Recht der Name. Ja. Ja, sie sind so lang. Und werden wirklich sehr genau geputzt. Super gereinigt. Ja. Ja, ich glaube,
sie brauchen diese langen Fühler, weil sie nachtaktiv sind. Sie können da ja nicht richtig sehen, oder? Ich denke ja. Ja, er reinigt sich sehr gut. Wie wir das am Anfang gesagt haben, also sie sind alle sehr reinlich, die Insekten. Sie säubern sich immer wieder. Er nimmt das sehr genau. Ja. Und neben Blüten und Blättern haben sie auch gerne Blattläuse, Spinnen oder auch andere Insekten. Ja, sie haben viele Werkzeuge am Mund, ja, um ja. diese kleinen Tiere zu nehmen. Ne? Und hier sehen wir, sie nehmen eben auch Larven. Das ist ein Ei von irgendeinem anderen Insekt. So etwas, ja. Und das wird auch genüsslich verspeist. Proteine. Gesund, oder? Ja, nicht ja. nur Zucker. Ja, ja. Von vorne sieht er aus wie ein Außerirdischer. Ja, ja. Furchteinflößend. So klein und alles beweglich. Ja. Steuerbar, einzeln steuerbar. Unglaublich. So, das war's. Bis später. Bis dann.